Teil 2. Agrippa und Festus. Die Verse 13 bis 27. Dieser Abschnitt berichtet, wie Paulus neben Festus auch mit König Agrippa und dessen Schwester Berenike zusammentrifft. Sehen wir uns Vers 13 an. Dort heißt es, nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Berenike nach Caesarea, Festus zu begrüßen. Oh, welch eine Ehre, welch ein hoher Besuch. Als König Agrippa und Berenike ihren Besuch ankündigten, war dies für Festus eine willkommene Gelegenheit, nun den Fall Paulus in eine andere Distanz weiterzugeben. Während Festus gar nichts vom Judentum verstand und von den Gesetzen keine Ahnung hatte, galt König Agrippa allgemeinhin als ein Jude. Darum wollte Festus diesen sonderbaren Gefangenen Paulus gerne dem König vorstellen. Die Verse 14b bis 21 berichten uns, wie Festus dem König Agrippa die Sache des Paulus vorlegt. Agrippas Interesse wird geweckt. In Vers 22 spricht Agrippa, dass er diesen Menschen auch gerne hören möchte und lässt ihn kommen. Sehen wir uns den Vers 23 an. Lesen wir einmal Vers 23 zusammen. Bitte. Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Stellen wir uns einmal diese Situation vor. Auf der einen Seite König Agrippa und Berenike mit prächtiger Aufmachung, Schmuck und teuren Kleidern. Und auf der anderen Seite Apostel Paulus, der Diener Gottes mit Wunden und Narben, die er um Christi willen erfahren hatte. Dort die irdische weltliche Macht, die scheinbar darüber verfügen kann, was mit Paulus' Leben weiter geschieht. Und auf der anderen Seite Paulus, der Knecht Gottes, der bereit ist, um Christi willen zu leiden, sogar zu sterben und die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems zu ererben. Wer war dieser König Agrippa? Agrippa der Zweite. Hinter seinen äußerlichen Pomp musste er viele Gräueltaten seiner Vorfahren verstecken. Sein Großvater, Herodes der Große, regierte zur Zeit von Jesu Geburt und er hatte versucht, das Baby Jesus umzubringen. Und damals ließ er alle Kinder in Bethlehem, die zweijährig und darunter waren, töten. Grausam und kaltblütig. Sein Großonkel Herodes Antipas hatte Johannes den Täufer getötet und später Jesus zum Tode verurteilt. Und Agrippas Vater, Herodes Agrippa der Erste, hatte Apostel Jakobus umbringen lassen. Wie elend musste das innere Leben dieses Agrippa des Zweiten gewesen sein. Wie die Schrift sagt, Gott wird die Missetat der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Das können wir hier sehr gut sehen. Sehen wir uns den Vers 19 an. In seinen Ausführungen über Paulus berichtet Festus von dem Auferstehungsglauben des Paulus. Lesen wir einmal Vers 19. Bitte. Sie hatten aber Streit mit ihm über einige Fragen ihres Glaubens und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Sie, das sind die jüdischen Ankläger, hatten mit Paulus über einige Fragen ihres Glaubens gestritten. Insbesondere über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Diese Worte von Festus offenbaren, Jesus war für ihn nur ein gewöhnlicher Mensch, der gestorben war, gelitten, unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben. Mehr nicht. Und dann sagt Festus weiter, von dem Paulus behauptet, er lebe. Also Festus hatte es gehört,
was Paulus so sehr am Herzen lag. Dieser Jesus lebt. Er ist auferstanden von den Toten am dritten Tag. Wie wir in Matthäus 28 nachlesen können, am Ostermorgen, da bebte die Erde und der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er wälzte den großen Stein vor dem Grab zur Seite. Und der Engel setzt sich darauf und er bezeugt Gottes Königsherrschaft. Die römischen Soldaten, sie weichen zur Seite, sie erschrecken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Und dann verkündigt der Engel den Frauen, die zum Grab gekommen war, die frohe Osterbotschaft. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Von jenem historischen, fröhlichen Ostermorgen an ist der herrliche Sieg unseres Herrn Jesus Christus über alle Mächte und Gewalten der Finsternis und über alle Sünden und Todesmacht in unserem persönlichen Leben eine geschichtliche Tatsache. Angefangen von den Frauen und den Jüngern Jesu, wird diese frohe Botschaft geglaubt und bezeugt und verkündigt bis auf diesen Tag. Es gibt in der geistlichen Welt wirklich diesen unerbitterlichen geistlichen Kampf zwischen Satan und den finsteren Mächten und Gewalten. Doch wir haben einen auferstandenen Herrn, der siegreich und glorreich für uns kämpft, sodass wir mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe und mit Auferstehungsglauben alle finsteren Mächte, die um uns her toben, klar zurückweisen dürfen. Dieser auferstandene Herr Jesus, er veränderte später auch Saulus, einen Erzfeind und Verfolger, zu seinem auserwählten Werkzeug für die Weltmission. Und dieser Paulus, er bezeugte nun vor den Obrigkeiten, mutig und ohne Furcht, dass Jesus lebt. Festus und Agrippa versuchten ihren Unglauben und ihr schlechtes Gewissen hinter weltlichem Pomp und Gepränge zu verstecken. Aber innerlich waren sie so elend und voller Furcht. Und wie anders Paulus, ein mutiger Diener Gottes, voll von Auferstehungsglauben. Er bezeugte um jeden Preis, Jesus lebt, und um der Auferstehung der Toten willen, werde ich von euch angeklagt. Die Auferstehung Jesu ist so entscheidend wichtig, auch für unser persönliches Leben. Denn durch Jesu Auferstehung ist die Todesmacht ein für allemal besiegt. Und Jesus, er ist der Erstling unter allen, die entschlafen sind. 1. Korinther 15, Vers 20. Und Paulus bezeugt weiter in 1. Korinther 15, 22. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Auferstehung Jesu von den Toten, das war Paulus' lebendige Hoffnung, durch die er alle Widerstände und Verfolgungen und Leiden und auch hier diese Verhöre durch die römischen und jüdischen Instanzen überwinden, bestehen und als Sieger hervorgehen konnte. So auch wir. Wir dürfen auf den auferstandenen Herrn Jesus unser Leben bauen. Der Auferstehungsglaube ist keine Theorie. Vielmehr täglich dürfen wir uns stärken und den Auferstehungsglauben in unserem Herzen erneuern und wie Paulus das überwindende und siegreiche Glaubensleben auf der Auferstehungsmacht herausführen. Der deutsche Liederdichter Christian Fürchtegott Gellert, er lebte von 1715 bis 69, dichtete und bezeugte den auferstandenen lebendigen Herrn. Er sagte: Tod, wo ist dein Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm
werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss. Nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht. Dies ist meine Zuversicht. Am vergangenen Dienstag rief Gott meine Mutter, Marlene Schweizer, zu sich in seine ewige Herrlichkeit. In den zurückliegenden Wochen wurden wir Angehörige durch ihre krankheitsbedingten Leiden darauf vorbereitet. Aber diese Zeit war eine gesegnete Zeit, in der wir durch ihren mutigen und fröhlichen und festen Glauben ermutigt und gesegnet wurden. Sie bezeugte ihren Kindern, Enkelkindern und anderen Mitmenschen ihre lebendige Hoffnung in Jesus. Die diesjährige Jahreslosung aus Genesis 16, 13, du bist ein Gott, der mich sieht, ermutigte sie, dass dieser Gott sie sieht inmitten ihrer Leiden. Sie gewann immer wieder Zuversicht und stimmte ein ums andere Mal das Lied an, Danke, Herr Jesus. Sie sangen davon alle Strophen auswendig. Und gestern vor einer Woche durften mein Sohn David und ich sie besuchen und wir haben gemeinsam tröstliche Lieder mit ihr gesungen und zusammen gebetet. Da bezeugte sie, meine Zeit ist gekommen und unser Gott ist groß. Bis zuletzt ermutigte sie alle Angehörigen, an Jesus festzuhalten und Jesus bis zum Ende nachzufolgen. Am gestrigen Samstag fand ihre Heimgangszeremonie statt. Wir wurden überreich getröstet und ermutigt, indem wir uns an den Glauben und an die lebendige Auferstehungshoffnung im Leben unserer Mutter erinnern durften. Sie lebte als eine Freudenbotin gemäß Jesaja 52, 7, die an zahlreiche Mitmenschen die frohe Evangeliumsbotschaft weitertrug und andere zum Wort Gottes einlud und zum Glauben ermutigte. Von meiner Mutter durfte ich vieles lernen, vor allem in dieser Zeit auch meinen persönlichen Auferstehungsglauben erneuern. Statt von Umständen oder Bedingungen abhängig zu sein, darf ich in den Fußtapfen des Glaubens von Apostel Paulus, von den Knechten Gottes und auch von meiner Mutter gehen und durch diesen Glauben ein Leben für die Mission Gottes bis zum Ende führen. Ein Leben ohne Auferstehungsglauben ist eigentlich gar kein Leben. Wir sehen um uns herum viele orientierungslose und verzweifelte Menschen, sogar am Campus. Äußerlich erfolgreich, aber innerlich fragen sie, warum und wofür mache ich das alles? Und einige sind voller Furcht und Sorge wegen der Krisen und Kriege und Nöte in dieser Welt. Gott hat uns berufen, mit dem Auferstehungsglauben die lebendige Hoffnung in Jesus Christus zu verkündigen. Gottes Hoffnung ist es, durch zweier Bibelstudium-Teams den auferstandenen Herrn und Heiland Jesus zu verkündigen und die kostbaren Seelen zum neuen und ewigen Leben in Jesus einzuladen. Amen. In den zurückliegenden 43 Jahren des Werkes Gottes in Bonn haben Missioner Peter, Missioner Sarah dem Werk Gottes durch den Auferstehungsglauben gedient. Inmitten von Bedrängnissen und Verfolgungen durften sie den Auferstehungsglauben bewahren und ihre Vision immer wieder erneuern und erweitern. Bis hin zur M-Mission. Durch den Auferstehungsglauben lernt Missioner Sarah die türkische Sprache. Durch den Auferstehungsglauben bereitet Missioner Peter den Bau von Stützpunkten vor. Durch den Auferstehungsglauben dient er auch der nächsten Generation und stellt die jungen Menschen als kundige Bibellehrer und als geistliche Leiter auf, die herzlich und mit Auferstehungsglauben für die Weltmission zusammenarbeiten. Durch den Auferstehungsglauben wollen wir in diesem Wintersemester dem Werk Gottes und unserem jeweiligen Pionierungswerk siegreich dienen. Durch den Auferstehungsglauben bilden wir 10.000 Zweierbibelstudium-Teams mit den jungen Menschen am Campus.
Durch den Auferstehungsglauben erfahren wir Gottes Verheißung, Hesekiel 37, 10, dass geistlich tote Gebeine lebendig werden durch des Herrn Wort. Durch den Auferstehungsglauben bereiten wir die Umgebung für die anstehenden Masterkurse und Global Leaders Konferenz vor. Durch den Auferstehungsglauben finden wir inmitten einer Welt, die aus den Fugen zu geraten droht, die Hoffnung, Jesu Königsherrschaft auszurufen und den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Amen. Heute durften wir den mutigen und entschlossenen Glaubenskampf von Apostel Paulus und seinen lebendigen Auferstehungsglauben kennenlernen. Inmitten der Verhöre durch weltliche und religiöse Obrigkeiten wurde Paulus nicht furchtsam oder hilflos. Und in jeder Lage wusste Paulus um den souveränen Ratschluss Gottes für die Weltmission und auch um Gottes souveräne Führung in seinem Leben. So auch wir. Darf ich dich fragen, hast du einen toten, hilflosen oder unfähigen Gott? Hast du nur einen verstorbenen Jesus, der im Grab liegt? Bedeutet dein Christsein nur Kirchensteuer bezahlen oder Mitglied in einer Kirche zu sein? Paulus lehrt uns, mit dem praktischen Auferstehungsglauben zu leben und das mächtige Wirken unseres auferstandenen Herrn und Heilands Jesus zu erfahren. Denken wir an Paulus. Mit dem Auferstehungsglauben nahm er an den übrigen Leiden Jesu aktiv teil. Mit dem Auferstehungsglauben gab er sich für den Ratschluss Gottes hin. Mit dem Auferstehungsglauben bekannte er, ich muss auch Rom sehen. Mit dem Auferstehungsglauben arbeitete er mit Gott zusammen und rief, ich berufe mich auf den Kaiser. Dies rief er nicht, weil er des Kaisers Hilfe erhoffte. Er rief es mit seiner Vision für die Weltmission. Ich muss auch Rom sehen. Mit dem Auferstehungsglauben hat er eine feste Gewissheit, dass Gott ihn ganz sicher nach Rom bis ans Ende der Erde bringen und für den souveränen Ratschluss Gottes zur Weltmission gebrauchen würde.